Ja, meine Damen und Herren, der Kongress nähert sich langsam dem Ende und auch auf dem roten Sofa kommen wir in den Endspurt. Wir haben noch einige sehr interessante Talks für die letzte Kaffeepause und wir eröffnen diese Sequenz mit Herrn Harald Schäft. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von DSV Solutions GmbH. Oder etwas salopper ausgedrückt, er ist verantwortlich für die Kontraktlogistik der DSV-Gruppe hier in Deutschland. Herr Schäft, erstmal einfach die Frage, wie geht's DSV in der Kontraktlogistik, wie geht's DSV in Deutschland? Ja, Herr Helmke, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir werden ja nächste Woche die Zahlen für das dritte Quartal kommunizieren und DSV, so viel kann ich sagen, in Deutschland in allen drei Bereichen, Kontraktlogistik, R&C und Road, wird sehr gute Zahlen präsentieren können, auch deutlich besser als die Erwartungshaltungen aus Dänemark. Und wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in Deutschland. Ja, okay, es halt noch ein wenig. Können wir da vielleicht noch mal was tun? Ja, okay. Wir wollen ja die Zuhörer nicht nerven. Vielen Dank. Die Stimmung ist ja so ein bisschen ambivalent. Ja. Sie selber sagen, ist es gut, ist es solide, aber für 2012 ist Ihr Ausblick trotzdem positiv? Also wir können derzeit nicht ganz nachvollziehen, was teilweise in der Presse kommuniziert wird. Wir haben nächste Woche die Gesellschafterversammlung für die Budgets. Da ist es bei uns normal, dass wir mit den großen Kunden sprechen über die Geschäftsentwicklung 2012. Und wir sehen eigentlich bei keinem Kunden Rezessionserwartungen oder Stagnationserwartungen, sondern wir haben sicherlich ein abgeschwächtes Wachstum gegenüber dem ersten Halbjahr dieses Jahr, was für uns vielleicht aber auch ganz gesund ist, sodass wir zumindest in Deutschland in allen drei Bereichen wissen, dass wir nächstes Jahr auch vom Umsatz und Profit wachsen werden. Mhm. Was wird nachgefragt in der Kontraktlogistik? Commodities oder werden die Lösungen anspruchsvoller? Also wir haben uns in Deutschland und in der Gruppe im Bereich Kontraktlogistik ja auf fünf Verticals spezialisiert. Sicherlich geht der Trend oder wir fokussieren uns auf komplexere Supply Chain Lösungen, wo wir auch das Netzwerk unserer Road- und R&C-Kollegen nutzen können, um den Kunden eine ganzheitliche Lösung anzubieten. Aber ganz klassisch haben wir auch gerade aktuell ein Neugeschäft mit Audi gewonnen, wo wir ganz klassische Inbound-Logistik machen jetzt. Okay, also einmal quer durch die, durch die Wiese, kann man sagen. Nun gibt es ja zwei Typen von Kontraktlogistikern. Einmal, ich hätte fast gesagt, die Pure Player, diejenigen, die Kontraktlogistik sich als Kernkompetenz genommen haben und sich die Transportleistungen dann bei anderen Unternehmen zukaufen oder in Netze einspeisen. Und dann gibt es die Unternehmen, die eigene Kapazitäten haben im Landverkehr. DSV gehört zur zweiten Gruppe. Ist das eigentlich ein Entscheidungskriterium für Ihre Kunden, dass man sagen kann, naja, ich kann neben der Kontraktlogistik auch noch die Transportlogistik mit abdecken? Also definitiv. Es ist leider so in Deutschland, dass wir aufgrund der Historie mit den Akquisitionen noch nicht mit diesem Modell so vertreten sind. Mit 15.000 Lkw-Einheiten sind wir in Europa die Nummer 3. Und wenn man mal in Benelux oder Skandinavien guckt, ist unsere Road-Abteilung eigentlich unser größter Kunde, weil wir für fast zwei Drittel der Kunden dann auch die gesamte Transportkette abbilden. Was allerdings auch relativ unbekannt ist, dass die Kontraktlogistikabteilung auch immer das Recht hat, frachtunabhängig einzukaufen. Auch unsere Road-Kollegen können nicht jede Geografie oder jeden Service anbieten. Das heißt, wir bieten dem Kunden dann an, auch durchaus bei anderen Wettbewerbern die Frachtleistung einzukaufen dann. In Deutschland geht der Trend seit zwei Jahren bei uns jetzt mehr und mehr dahin, dass wir durch Cross-Selling dann auch probieren, unser eigenes Netzwerk zu füllen. Und ja, es ist für Kunden mehr und mehr der Wunsch, alles aus einer Hand zu bekommen. Das sehen wir klar als Wettbewerbsvorteil an. Mhm. Ja, alles aus einer Hand, das klingt gut, das soll Komplexität abbauen. Auf der anderen Seite schafft es natürlich dann auch Komplexität bei Ihnen in dem Unternehmen. Wie ist denn das geregelt? Wie stimmen Sie sich mit Ihren Kollegen von der Road Division ab? Also wir haben sogenannte Control Tower Konzepte, wo wir größere gemeinsame Kunden haben mit der Road oder auch mit der R&C. Das heißt, dort schaffen wir eigentlich gemeinsame Control Tower, wo die Administration aus allen drei Bereichen gemeinsam zusammensitzt und für diesen Kunden gemeinsam die gesamte Transportkette abwickelt, dann organisiert.
Wir haben ganz klar festgestellt, dass eine räumliche Trennung dort unnötige Kommunikationsinterfaces schafft und wir nicht dem Kunden das anbieten, was er erwartet. Sodass wir ab einer gewissen Größenordnung jetzt eigentlich dann gemeinsam alle Angestellten aus 3 Divisionen zusammensitzen haben. Ja, dann vielleicht noch eine letzte Frage, die Rolle betrifft. DSV, Sie sagten es gerade, Nummer 3 in Europa in bestimmten Segmenten. DSV Solutions bestimmt noch nicht Nummer 3 in Deutschland. Wo wollen Sie hin und wie wollen Sie dieses Wachstum, ich nehme da mal einen Teil Ihrer Antwort freundlicherweise voraus, wie wollen Sie dieses Wachstum organisieren? Also es wird gerne über DSV kolportiert, dass wir eine sehr einfache Geschäftsstrategie haben, Profit. Es gibt für alle 3 Divisionen abgestimmte Geschäftspläne mit dem Vorstand Wachstum. Die Solutions-Gruppe soll in den nächsten 4 bis 5 Jahren ihren Umsatz verdoppeln als Gruppe. Wir haben für Deutschland sehr starke Wachstumspläne, die auch ein starkes Flächen- und Personalwachstum bedeuten. Wir wollen definitiv, da sind wir zu klein zu als Kontraktlogistiker, wir wollen nicht unter die Top 3. Wichtig ist, dass wir profitabel wachsen und ein bekannter Player werden. Das soll überwiegend organisch erfolgen. Wir sind aktuell dabei, 4 bis 5 neue Standorte in Deutschland zu entwickeln, haben aber teilweise schon in Süddeutschland die Probleme, einfach auch adäquate Flächen dafür zu bekommen. Also um ein Beispiel zu geben, wir bewirtschaften aktuell 300.000 Quadratmeter und wollen in den nächsten Jahren 150.000 Quadratmeter zusätzlich entwickeln. Ja, ehrgeizige Pläne, viel Glück und Erfolg dafür und Ihnen noch ein paar interessante Stunden auf dem Kongress. Ich bedanke mich.